Scheint ein toller Kampf. Absolut einleuchtend, ja. Hab ich doch gesagt, Kirat. Aber jetzt laufen wir den selben Weg zurück, oder was? Nee, ich glaube, wir sind durchgelaufen. Wir sind durchgelaufen. Okay. Das ist das Schiff. Ja, das ist so ein Ding, das nehmen wir. Oh, hi, was wollt ihr hier? Ich glaube, die Spinne, die Römer. Was wollt denn ihr, Jungs? Mal kräftig so. Hä? Wo bin ich denn gerade hingeballert worden? Ich hab dich irgendwie ein paar Meter geschlagen. Du hast mich einmal quer durch die ganze Map geboxt eigentlich. Bist du ein Hinkelstar? Hier so Hinkelstar. Ich hab einen Hammer gerade. Hammer ist auch cool. Gib mir den Hammer, dann kriegst du den Hinkelstein. Nö. hier, baller mich mal hier hoch. Das könnte ich jetzt tun. Das nö. Könnte ich aber auch lassen. Ja, da musst du aber tatsächlich tun, sonst kommen wir einfach nicht weiter. Ganz easy. Ist as easy as that. Ah, ja, die kann ich richtig zuschauen jetzt, jawohl. Ich glaube, du hast nicht viel. Ach. So wahrscheinlich. Nee, das ist zu weit. Nee, wirf das Ding rüber. Ach, stimmt, ich kann ja werfen. Jawohl. Und jawohl. Nice one. Ja, so, dass die Helme fehlen, finde ich ein bisschen sad. Wie sind meine Ziele immer im Weg? Ach! Hier ist das Schiff. Und das ist das Boot. Los, los, los! Was ist los? Warte. Ich glaube, wir sollten da bei den Kisten mal nach hinten gucken. Da scheint was zu sein. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich muss mal eine Sache sagen. Dadurch, dass die Helme entfernt wurden, sind die Kisten noch unnötiger. Ja, stimmt. In den Kisten ist nicht mal was drin, ne? What the fuck? Ja. Warum sind da Kisten? Ey, das ist so stupid, Alter. Oh, man. Ach, kommt jetzt die Schiffszene aus dem Trailer? Keine Ahnung. Wer sind denn die Bialbogts? Niemand. Sie sind wie die Leprechauns. So nennen wir die bösen Leute in meinem Land. Na los, wir haben keine Zeit zu verlieren. Auf nach Hibernia. Kennst du den Weg? Ei, immer gehen Norden. Nimm Kurs auf Dorf Drogeda. Mein bester Freund Dauerwellix erwartet uns dort. Dauerwellix. Danke. Wie wir den Widder meines Vaters aufspüren können. Das wäre elementar. Elementar, essentiell sozusagen. So, ich habe übrigens ein Stück Kuchen, Leute. Asterix und Obelix an Bord eines römischen Schiffes ins und das esse ich jetzt. Hibernia. Werden die da aus wohl labern? Auf das Dorf Drogeda, in dem Keratinas Freund Dauerwellix die Entführung des Glückswidders Obelix. Ein paar Piraten geklatscht. Die Piraten hätten uns doch kämpfen lassen können, oder? Ja. Hätten wir vielleicht Kapitän Rotbart gefunden. Droge da. Drogen? Drogen da. Ist schön, dass wir wie beide die gleiche Idee hatten. Ja, Mann. Oh boy. Hallo, wir sind in Drogen da. Fisch. Wir kämpfen mit Fisch. Ja, Fisch ist wichtig. Wo sind die neuen Rekruten, auf die wir schon seit Wochen warten? Ja, sind wir. Wir haben doch schon Fisch dabei. Dem einen in unserem Dorf würde das echt gefallen. True. Wir werden unsere Zeit nicht mit Erklärungen verschwenden, Römer. Das ist wohl so. Vor allen Dingen an römische Hunde. Ja. Das billige Fußvolk. Wenn jetzt Caesar hier stehen würde, okay, dann könnten wir drüber reden. Aber so, ne Mann. Ach, das ist Keratina, lol. Ach, stimmt, by the way, wir müssten doch als Keratina jetzt auch spielen können, fällt mir gerade ein, ne? So wird da doch vorhin irgendjemand schon nach spielbaren Charakteren gefragt. Wahrscheinlich können wir es als Keratina spielen. Hey, können wir doch Charaktere freischalten. Nice, ja. Okay. Kann man irgendwie Charaktere wechseln? Sieht nicht so aus. Nee, eine Option nicht. Wahrscheinlich musst du das Spiel neu laden, damit du das machen kannst. Oh, doch, warte. Geh mal zurück. Da war gerade nochmal hoch. Ah, hier, Charakter. Okay. Ah, nee, das ist nur Singleplayer, damit du durchschwitzen kannst. Zwischen Obelix und Asterix. Wir brauchen noch 7 Gegner. Paddel. Wo zum Fick sollen diese 7 Gegner sein? Ah, da sind sie. Okay, Frage geklärt. Zaubertrank! Jawoll. Lol, du bist da gerade runtergerannt und musst direkt zum Stück resettet. Komm her! Da, Masse. Ich hab's so umgerannt. Sehr gut. Die Römer haben das Dorf eingenommen. Mögen ihre Nägel herausfallen, wenn sie sich kratzen wollen. Oh mein Gott. Das ist ja ein lustiger Ausdruck.
Keratin? Ja, weiß ich nicht. Gibt es keinen anderen Weg hinein? Ei! Durchquert den Wald im Westen und trefft mich in Dauerwelleks Friseurladen. Ich werde die Gegend ein wenig erkunden. Hm? Und sie hat unsere Gruppe verlassen. Was für, du wirst die Gegend erkunden? Du kommst von hier. Will die mich verarschen? What? Ich will mich hier mal ein bisschen umsehen. Das ergibt gar keinen Sinn, anstatt dass die uns irgendwie machen. Führt, sagt hier, da lang, das sind die Tricks und so weiter. Nee, sie verpisst sich und will die Gegend erkunden. Are you fucking kidding me? Die will doch einfach nur nicht die Arbeit machen. Ist so, Mann. Ist so. Also das ist Dorf. Bestes Schild ever. Einfach Dorf. Ja. Aber ich meine, es sind nicht Drogen da drauf, also ein Win, I guess. Es ist so unbefriedigend, diese Kisten zu zerstören. Ja, absolut. Es gibt nicht mal Punkte. Wenn es wenigstens Punkte geben würde. Es gibt nicht mal Punkte. Ja, es gibt ja noch nicht mal irgendwie... Es gibt ja noch nicht mal irgendwie Helme. Gar nichts. Das ist halt schon sad, ne? Kein Shop und gar nichts. Es gab es in XXL3 wenigstens noch. Da gab es Helme und einen Shop. Das heißt, wir können uns noch keine Upgrades kaufen. Wahrscheinlich. Es sei denn, es kommt noch mit der Zeit, aber ich glaube nicht. Warte, bevor du das wirfst. Ja. Schon zu spät. Ja, warte. Jetzt wirf's. Ja. So, und jetzt muss ich wahrscheinlich darüber. Nee, ich kann nicht darüber. Ja, toll, ich sehe hier halt original gar nichts gerade. Das ist ja wieder genial durchdacht. Ich glaube, wie komme ich dich jetzt da hoch? Rum. Ja, aber ich muss da rüber. Kannst du weiter nach oben laufen? Nee, da ist irgendwas dicht scheinbar. Warte, vielleicht kann ich da irgendwie rüberjumpen. Nee. Habe ich irgendwas zum Werfen? Ah, ja. Kann ich da rüber? Nee. Da ist was im Weg. Moment mal. Ich komme nur mal runter. Achso, oh lol, ja. Das blieb oben. Ups. Das habe ich jetzt nicht bemerkt. Nee, ich auch nicht. Das ging auf mein Konto. Das kann ich, das muss ich zugeben. Ja, well. Das ging auf uns. Ja. Oh, mein Brett. Dauerwelliges Friseurladen. Jawohl, Digga. Das machen wir. Das passt ja nicht schön aus. Ja, da kann man nichts gegen sagen. Das ist wirklich so. Alter. Ich habe aber auch auf den höchsten Alter. So, jetzt. Da hat kurz das Dollar wieder gekickt. Ah, okay, gut. Cool. Und nochmal. Das Dollar kickt gerade ganz schön. Achso, das ist ein Fass, das kann man nicht zerschlagen, lol. Digga! Kann das Dollar sich einkriegen oder ist es jetzt kaputt? Okay, bleib kurz stehen. Ja. Lassen Sie sich kurz fangen. Okay. Gigalag erstmal gleich. Oh, diese Kisten, Mann, das ist so. Warum? Das ist so nicht schön einfach. Also, ich muss auch schon wieder sagen, ich meine, die Story ist das eine. Ich finde das Gameplay aber irgendwie nicht so spannend einfach gerade. Nee. Du musst darüber zum Switch. Ja, wie? Springen. Also, möchte gern springen. Husten halt. Ach so, ach, das ist auf der gleichen Ebene. Ja, ja. Das ist auch so eine Sache. Ich erkenne nicht, was auf einer Ebene ist. Gut, da hilft dir der Pfeilball. Der Pfeil erscheint nicht, wenn du nicht auf derselben Ebene bist. Hä? Hallo? Danke. Das war ein Millimeter zu wenig. Okay. Nochmal. Ja. Ich finde das Zielen sehr schwer, weil es sich irgendwie sehr, sehr schnell bewegt, sehr, sehr hastig. Ja, es ist sehr empfindlich. Ja. Aber ich finde es gut, dass es einen Pfeil gibt. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe schön schicke Fresse. Ja. Jetzt habe ich einen Stock. Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir haben tatsächlich eine Lebensleiste für unsere Gegenstände. Links neben deinem Charakterbild, diese grüne Leiste. Das wird der Lebensbalken sein, weil den habe ich gerade nicht. Ja. Ja, das ist der Lebensbalken von dem Gegenstand. Hey, das ist gut. Ja. Das ist schon besser als in Breath of the Wild. Da weißt du nicht, wie kaputt deine Waffe ist. Ja, gut, Breath of the Wild. Da wird nur kurz. Oh, scheiße. Da wird auch nur gesagt, kurz bevor sie kaputt ist. So, haha, du hast noch zwei Schläge. Ja. Viel Spaß. Ich hasse das Waffensystem in Breath of the Wild, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich absolut nicht ab, dass die Waffen kaputt gehen können. What the fuck, Mann? Ja, ich hasse es, wenn Waffen kaputt gehen können. Ja. Weil dann benutze ich eine Waffe einfach nicht. Richtig. Weil ich Angst habe, dass sie kaputt geht. Eben, das ergibt gar keinen Sinn. Deine Mutter ist ein Barbar. Dem habe ich es gegeben, Alter. Also irgendwie ist die Ulti random, oder? Manchmal schlägt Obelix, manchmal macht er so einen Boost auf den Boden und manchmal wirft er einfach irgendwas kreuz und quer durch die Gegend. Ich glaube wirklich, je nachdem, was für ein Item man hat, ist es anders.
Finde ich aber nicht gut, ehrlich gesagt, weil das ist schwer zu timen, was man gerade tut. Ah! Ich glaube, ich weiß warum. Ja. Siehst du diese zwei fetteren Striche bei deiner Ulti-Leiste? Ja, meinst du das als Zwischending quasi? Ja, du kannst ab dem ersten Strich, auf dem ersten fetten Strich schon die Ulti auslösen. Ich glaube, du kannst aber auch generell die jederzeit auslösen, solange du... Nee, du kannst sie nicht jederzeit auslösen. Das habe ich ausgetestet gerade gar. Okay. Na gut. Da hoch, okay. Da irgendwie... Aber das ist zu weit. Oh, nee, gab's doch nicht. Okay, lol. Alles klar. Oh, lol, guck mal. Ich kann mich drehen, ich kann mich nicht runterbewegen, ich kann nicht nur drehen. Lol. 2 Euro von Maya. Ey, dankeschön. Gaming ist cool wie immer, aber das Game, ja. Das Game. Ja, du musst bald anfangen, deine Einnahmen zu versteuern. Muss ich sowieso. Tu ich schon die ganze Zeit. Ja, ich meine, deine Donations. Ja, die gehören dazu. Klar, sowieso. Muss. Wir Gallier lieben Reisen, besonders wenn sie gut organisiert sind. Und was tust du hier, lieber Römer? Ich bin General Perinus. Das weiß er auch noch nicht so genau. Ich wurde von Cäsar geschickt, um Hibernia zu erobern. Ganz Hibernia. Das ist ärgerlich. Ärgerlich? Warum? Weil wir euch leider aufhalten werden. Quid? Legionäre? Angriff! Ach ja, Angriff. Das wollte ich auch gerade sagen. Gut, dann lass uns mal die Legionäre verklopfen. Das war wieder Obelix Humor, mit dem ich arbeiten kann. Das sind keine Legionäre. Doch. Höchstens Legionäre. Ach, ich habe kurz an Zenturen gedacht. Ja. Zenturio war das, was da vor uns stand. Der Goldene. Ja. Ich habe kurz die Legionäre mit den Zenturen verwechselt. Oder Zentauren? Zenturios. Zenturios. Also so werden die jedenfalls Bastards mal genannt. Das ist historisch akkurat, das kann ich dir nicht sagen. Nö, ich wollte Game-Akkuratness haben. Das reicht mir. Ja, dann Zenturios. Dann gibt's noch die Dekurios, das sind die dicken Legionäre. Wir müssen Keratina und ihren Freund oder eben keine Legionäre dann mehr, aber halt eben das knapp eine Stufe drüber, aber noch unter den Centurios. Was war das denn gerade schon wieder? 10 Mal daneben gehauen. Ja, weil du kein Brett hast. Ja, ein Stuhl, aber. Ja, das ist aber kein Brett. Oh man. Ach du Scheiße, was wird das denn hier? Warte. Was steht da? Bestimmte Gegenstände mit einem Symbol können mehrere Elemente in Folge durchdringen. Ah ja. Okay. Okay, warte. Ich habe ja einen Gegenstand. Passt. Oh mein Gott, das Zielsystem ist so kacke. Hä? Ach, das geht nur einer oder was? Willst du mich verarschen? Hä, aber. Oh mein Gott. Warum erklärt er uns das dann mit den mehreren Gegenständen in Folge? Ja. Ja, stell dich von da und wirf das durch. Ja. Ja. Der Arme auf Pony Bern, ja. Komm schnell! Ah! Der Lag hat mich gekillt! Oh Mann! Ich hasse. Okay. Oh, komm schon! Junge, es laggt einfach wie Arsch. Okay. Los. Jawohl. Alter, Junge, gerade ist aber auch echt übel. Ja, es läuft jedenfalls wieder. Die Kamera ist auch viel zu lahm eigentlich, ne? Ja gut, es leckt trotzdem. Okay. Gerade leckt es einfach trotzdem. Was zum? Danke. Wo fliegen all die Vögelchen hin, wenn ich in ihrer Nähe bin? Ja, weg natürlich. Was um Himmels Willen tut er da? Man muss gute Frage, Obelix. Wissen, Obelix. Das weiß ich auch nicht. Warte. Ja. Boah, ich glaube, Singleplayer wäre das richtig scheiße, das Spiel, ne? Weil du dann die ganze Zeit hin und her switchen musst bei solchen Aktionen. Ja. Ne, komm her. Ja. Aber Multiplayer geht's tatsächlich. Ja, ist okay. Es macht das Gameplay nicht spannender, aber ja. Es macht's auch nicht ganz so nervig. Ja, das stimmt. Begib dich zu Dauer, wer X-Wizard. Ja, was, Bruder? Es ist 1:1 derselbe Centurio, den wir auch in Dings schon hatten. In XCC 3.
Eine Mutter, Alter. Stärke und Ehre. Ich werde nicht sterben. Noch nicht jetzt. Warum brauche ich denn manchmal random einen Gegenstand? Ich weiß nicht, was der von mir will. So erklär doch nicht, was? Centurios stärken andere Römer. Ja, okay, das sind wenigstens L3. Das ist wenigstens haben sie gut Steuerung C und Steuerung V. Ja, das ganze Spiel ist Steuerung C, Steuerung V. Wobei, Leute, wisst ihr das noch? War XXL3 auch schon in der Unreal Engine? Ich habe aber das Gefühl, dass das Spiel grafisch ein bisschen besser aussieht. Nicht ja, viel, gut, aber ein bisschen. Wäre auch traurig, wenn nicht. Schön euch zu sehen, Freunde. Aber wo kommt Keratina jetzt plötzlich her? Ist der rüber vorbeigejoggt oder was? Und es ist niemand drin. Folgt mir. Vielleicht ist er zu Hause. Okay. Ja, also ich weiß nicht, aber irgendwie beschränken sich die Stories von Ozome in XXL 3 und in XXXL einfach auf gehe von A nach B. Auf. Oder fehlt irgendwas, geh nach C, A, geh wieder zurück nach A, weil wir haben das aus von C geholt. Okay, Römer verkloppen, okay, weiter nach B. Es ist wirklich einfach die ganze Zeit nur so, dahin, nee, dorthin, A, dorthin, A, drei Römer, A, nee, dann wieder dahin. Was ist mit den Statisten hier? Die stehen da, sitzen da. Okay, ja, wir sollen ihr nach, aber sie läuft nicht vor. Ja, GG, Bruder. In den meisten Spielen laufen die KI-Charaktere dann wenigstens vor. Meistens zwar langsam, aber sie laufen vor. Aber unten in einer Geschwindigkeit, die schneller ist als dein Gehen, aber langsamer als dein Rennen. Richtig, das ist ganz wichtig. Damit du auf gar keinen Fall mitkommst. Gott, ich hasse das. Ich hasse das so sehr. Ich liebe es, wenn die Charaktere einfach wirklich mal normal sprinten und dir wirklich vorherlaufen. Das ist so gut. Ja. Aber wäre mir nie aufgefallen. Gut, dass du es sagst. Naja, umzingelt ist das auch nicht. Die stehen alle davor. Umzingeln heißt eigentlich umkreisen. Naja, gut, es hat nur einen Eingang. Von daher ist es, der Eingang ist umzingelt. Kann man, glaube ich, so sagen. Ja, sie hat aber gesagt, das Haus, nicht der Eingang. Ja, gut, aber ja. Ja. Brauch keinen Gegenstand, um Leute zu verkloppen. Seht, hier steht etwas geschrieben. Sieht aus wie Bretter. Wie ist denn eure Meinung bisher? So schlimm wie XXL 3? Besser oder schlechter? Es macht einige Sachen besser, einige Sachen schlechter und einige gleich. Ja. Also bisher habe ich weniger Probleme mit der Kameraansicht. Es gibt weniger Punkte, wo ich sage, so, ich blicke einfach nicht durch. Das Springen funktioniert um einiges. Also das Springen, ja. Funktioniert um einiges besser durch diesen Pfeil und dass du halt diesen langen Sprung hast. Ja, genau. Ich finde das System mit den Gegenständen ganz cool, bringt so ein bisschen Abwechslung rein. Ich finde das Kampfsystem ein bisschen zu träge. Ja, aber das war XXL 3 schon genauso. Ich finde es aber in XXL 3 tatsächlich besser, weil du diese Fähigkeiten noch hattest. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Mir fehlen ein bisschen die Fähigkeiten und auch der Hinkelstein von Obelix. Ja. Weil damit hat Obelix halt auch so ein paar Moves halt einfach, die jetzt halt weg sind. Vor allen Dingen, ich hatte damals eine separate Zaubertrankanzeige. Du hattest den Hinkelstein und ich hatte die separate Zaubertrankanzeige. Ja, das war ja quasi der Spezialmove, glaube ich, dann, ne? Ja, ne, du hattest einen normalen Spezialmove, glaube ich, und dann noch halt entweder den Hinkelstein oder die Dings. Die Zaubertrank. Ja. Obwohl, ja, du hast die Fähigkeiten gehabt. Stimmt. Ja, genau. Aber ja, das reicht ja schon. Ja, genau. Ja, also. Ja, da war XXL3 vielleicht ein bisschen stärker. Aber dafür waren zum Beispiel die Gegner in XXL3 deutlich schlimmer, weil da gab es zum Beispiel im zweiten Level schon direkt die Schildgegner ab Normandie. Ja. Und die kannst du nicht besiegen ohne die Special Attacke. Ja, das war eine Katastrophe. Von daher, die sind bisher nicht drin und ich hoffe auch, die kommen nicht mehr und dann ist es in Ordnung. Also, ja. Ja. Ah, oh. Oh, noch nicht mal vertont. Ja. Hast Budget ausgegangen. Ja. Ja, die Sache ist halt auch... Lol, ist nicht mal Asterix mehr vertont. Die Sache ist halt auch wieder das... Hallo, ich kann nicht verschlagen hier. Oh mein Gott. Da unten stehen Römer rum. Die Sache ist halt auch, dass, die Story ist... Keine Ahnung. Gefühlt noch. Sie ist da. Ja, sie ist gefühlt noch langweiliger als XXL 3. Weil XXL 3 hatte wenigstens so. Du hast diesen magischen Hinkelstein halt gehabt. Und den hast du auch die ganze Zeit dabei. Hast du zwischendurch immer aufgerüstet. Der war irgendwie cool. Und du hast dann direkt Fortschritt gemerkt. So. Das war ganz nice. Sie bringen die Metallkisten zurück, werfen aber die Helme raus. Ja, klar. Selbstverfreilich. Ich habe das Gefühl, man kann sich da irgendwie so halb durchklitschen, um diesen Helm da schon einzusammeln. Aber... Naja.
Ich höre den Soundtrack, Jonas redet, und den finde ich schon seit Jahren gut. Strong. Der Soundtrack meines Lebens. Strong, Alter. Wo willst du Fick jetzt eigentlich weiter? Vielleicht hätten wir vorhin doch aufpassen sollen, wo wir eigentlich hin sollen, was wir eigentlich tun sollen. Weil jetzt wird es ausnahmsweise mal nicht an der Seite angezeigt. Ah, oh, well. Hallo, Opa. Ja, okay, hier geht's aber auch nicht so richtig weiter, ne? Auch im Minus, es gibt keine Questmarke. True, die gab's in XXL 3. Die gab's tatsächlich in XXL 3. Ja, Keratina, sag halt mal an. Dumme Sau. Gott, da passe ich einmal für eine Sekunde nicht auf. Ne, ist wirklich so. Was zum Fick? Ah. Nee, auch zu. Von hier kamen wir, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, von da kamen wir. Ah. Erkundest du? Oh nein, wir müssen wirklich mit den Leuten reden, um zu finden, wo der ist? Oh mein Gott. Okay, gut. Was sagen Sie, gute Dame? Why? Okay, das geht doch viel zu schnell vorbei. Ich glaube, wir müssen zum Bootsbauer. Guck mal, der Bootsbauer ist hier überall ausgeschildert. Wir müssen bestimmt zum Bootsbauer. Und das war der Typ hier oben. So, sag was an. Johann hat gesagt, mein schöner Holzbauer, den wir getan haben, sowas von dran. Ja, toll, Digga, das hilft mir null. Okay, was sagst du? Anscheinend wurde Okidokix, ich sage göttlich. Digga, das ist viel zu schnell! Was zum Fick? Der Widder ist hier, um uns zu beschützen. Wir können nicht in den Händen Römer lassen. Ja, okay. Oh, unnötig, okay. Toll, danke. Das ist richtig hilfreich wieder. Oh, Mann. Okay, Wildschwein, bla bla bla. Wir haben ein Spiel aufgesagt. Okay, ist alles dasselbe. Warte mal, hier geht's auch hoch. Fischhändler. Ah, Fischhändler. Hat gewundert, wenn es so kalt ist. Okay, whatever. Hä, hallo? Die sagen auch dasselbe wie der Typ da vorne. Willst du mich verarschen? Gehen wir weiter. Oh, Mann. Ich glaube, wir müssen nicht mit denen reden. Die labern alle nur Bullshit. Das können wir doch keiner erzählen, dass wir mit denen reden müssen. Lass mal zur Schmiede gehen. Habt ihr Okidokis gefunden? Ja, das war doch der... Nein! Nee, war das nicht der Typ, der da vorne im Zaun stand? Oder hat der nur von Okidokis geredet? Okidokis ist das Widder. Ach so! Oh, lol. Okay. Well. Warte, was mit dem Typen, der hier rumsteht? Gar nichts. Alles klar. Oh, Mann, ey. Oh, ich glaube, wir haben unsere neue Hölle gefunden. Leute, hat irgendjemand, hat jemand das Spiel durchgespielt? Nein, hat irgendjemand vorhin gelesen, was wir tun sollen? Edgar, lass die Scheiße. Wenn du den Chat zuspammst, dann schmeißt dich hier raus. Vielleicht. Okay, welche Reihenfolge war das da drauf? Moment mal. Was ist da am Boden? Schau, da ist ein... Nein, Alter! Ein Fisch und eine Flagge? Das hilft uns nicht weiter. Diese Zeichnungen müssen auf etwas hinweisen. Vielleicht auf die Symbole, die über den Dorfhäusern zu sehen sind? Alter. Also, von der Schmiede zum, was auch immer das ist, zum Fisch. Flagge zu Fisch. Oh, okay, die Schmiede ist ja hier. Da oben. Hier ist die Schmiede. Ja, cool. Wir müssen zum Fischhändler. Was tun wir jetzt hier? Warte mal, vielleicht müssen wir mit dem Typen quatschen oder so. Der fragt nur noch Okidokis, Digga. Ich nix Okidokis. Oh, warte mal, vielleicht gibt's hier auch einen Hinweis. Vielleicht müssen wir hier auch irgendwie sowas suchen, wie diese Zeichnung. Aber ich weiß nicht, ob das Hauszeichen ist. Naja, aber das ist die Schmiede auf jeden Fall. Ein Fisch ist hier. Als ob. Ja, natürlich! Wir müssen ein Werkzeug finden, um diese Kisten zu zerschlagen, Obelix. Lass uns zum Schmied gehen. Er kann uns sicher helfen. Junge! Nur weil wir vorhin da nicht lang gelaufen sind, weil wir gesehen haben, dass da Kisten stehen, wo wir nicht dran vorbeikommen und deswegen hier weitergegangen sind, diese Szene nicht getriggert haben. Was ein Bullshit. Und dann waren wir beim Schmied, da ist aber nichts passiert, weil wir diese Szene vorher nicht getriggert haben. Was ein Schmutz! Was ein Schmutz! Wir haben es in eines ihrer Lager am Strand gebracht. Hinter meinem Laden beginnt ein kleiner Pfad, der dich dorthin führt. Und jetzt ist die Tür offen und wir dürfen weiter. Danke, Schmied. Ja. Geil. Oh mein Gott. Das verdient ein ganz klassisches Game Design. Ja, echt, Alter. What the fuck, Mann. Ja, Drogen, genau. Ganz viele Drogen genommen. Ach du Scheiße, Digga. Ist ja richtig wild.
Ist ja wieder einfach richtig wild. Also das war in XDL 3, würde ich behaupten, tatsächlich besser, weil dadurch, dass man eine Questmarke hatte, die man halt nachlaufen konnte. Und eine Questbeschreibung. Ja, und eine Questbeschreibung, true. Das war tatsächlich besser. Das wirkt irgendwie so ein bisschen wie die Light-Version von XDL 3, ne? Weil halt Attacken fehlen, die Kombos, weil die Helme fehlen, weil der Shop fehlt, weil manche einige Gegner fehlen, weil die Questmarker fehlen. Das ist einfach eine Light-Version von XDL 3, basically. Jetzt nicht mehr. Ja. Leute. The intensifies. The intensifies very. Oh boy. Oh, da war ein Hinkelstein. Was? Einige Römer haben ein Schild. Warte. Greife sie von der Flanke an und zerstöre ihre Verteidigung mit einem destruktiven Gegenstand, wenn du sie verhauen kannst. Okay, warte mal. Greife sie von der Flanke an würde bedeuten, dass der Schild nicht rundherum schützt. Was er in XXL 3 getan hat. Es war egal, von welcher Seite du ihn geschlagen hast. Der Schild hat geblockt. Also vielleicht ist es besser in diesem Spiel. Warte, lass mich mal probieren, die von der... Oder so. Die von der Seite zu schlagen, wollte ich gerade sagen. Ich habe gut getroffen. Ja. Aber ich wollte testen, die von der Seite zu schlagen, ob der Schild da blockt. Kannst du beim nächsten machen. Ja. Weil das möchte ich wissen. Wenn das besser ist, okay. Aber wenn der Schild wieder rundherum blockt, dann fuck you. Ja. Aber hey, tut mir leid, aber dieses Hole-in-One, das musste ich nutzen. Ja, das war gut. Aber das war ja auch die Erklärung, wie man es machen soll. Das ist, also. Ich würde da nicht hingehen. Nee. Also. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier falsch sind. Ja, hier sieht es besser aus. Hier sieht es besser aus. Ah. Okay. Jetzt gehen wir wieder zum Schmied. Ja, aber... Aber warum? Weil wir jetzt eben seine Werkzeuge zurückgeholt haben. Ach, haben wir das? Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Keine Ahnung. Nee, haben wir nicht. Aber wir haben, okay, jetzt, wir haben jetzt einen Hammer in der Hand. Kann der die Metallkisten kaputtballern? Du fragst, will ich jetzt testen? Ah, ja. Lol. Wir haben die Werkzeuge wieder geholt. Okay, alles klar, Bruder. Fun Fact, hätten wir den Hammer bis hier kaputt gemacht, hätten wir wieder zurückgehen müssen. Ja, ich glaube, es wäre unwahrscheinlich, dass wir ihn kaputt gemacht haben. Oh boy. Seid ihr dumm, Leute? Seid ihr wirklich dumm? Kein Problem, Digga. Was ist los? Oh, ich habe nur den Chat ein bisschen aufgeräumt, alles easy. Ach so. Die uns im Kampf gegen die Römer helfen. Hallo Dauerwellix, weißt du, wo der wieder Okidokix ist? Ganz sicher bin ich mir da nicht, aber ich habe die Ohren gespitzt, als ich den Römern die Haare geschnitten habe. Ich glaube, General Perillus hat ihn fast Famus, einem römischen Musiker, geschenkt. Er muss ein Konzert eine Musiker geben. Ich wusste nicht, eine Musiker. Musik mag. Klingt logisch. Oh doch, sie haben sogar ein Lieblingslied. Du hast ihn nicht von der Insel weggebracht, keine Ahnung, direkt zu Caesar selbst, wo er am sichersten wäre. Das Konzert statt. Einfach zu einem Mittagessen verarbeitet. Irgendeinem random römischen Musiker, der warum auch immer auf dieser Insel hier ist. Ja. Vor allem die Römer wussten ja scheinbar, dass das die Lösung ist, dieses Dorf einzunehmen. Ja. Aber sie haben nicht so weit gedacht, dass dafür zu sorgen, dass es das wieder geklaut wird. Okay, cool. Sie wollen mich festnehmen. Okay, cool. Sinn 100.